glitzerndes Meer, Palmen, endlose Strände, türkisblaues Wasser und einsame Buchten. Klingt wie Karibik, sieht aus wie Karibik, ist aber Europa. Willkommen in Apulien. Apulien, das ist ein Stück Italien, wie man es sich erträumt. Atemberaubende Küsten, Nationalparks, pittoreske Hafenstädtchen, tausendjährige Kathedralen, Dörfer wie aus dem Märchen, majestätische Bauten der Macht, Fischfang und Lebensfreude. Ich zeige Ihnen in diesem Video die schönsten Orte Apuliens. Vom hohen Norden mit der Gargano-Halbinsel bis tief hinunter in den Stiefelabsatz. Und wir beginnen mit einem Städtchen, das zum Glück noch immer ein Geheimtipp ist. Süditalien wie im Bilderbuch. Das ist das kleine Städtchen Vieste hier hinter mir an der Ostküste der Gargano-Halbinsel. Im Sommer machen hier viele Touristen vor allem aus Italien Urlaub, wegen der traumhaften Strände ringsherum. Jetzt im Herbst und in Corona-Zeiten sowieso ist das ganze Städtchen traumhaft leer und man kann in Ruhe den Zauber der Altstadtgassen genießen. Wenn die Sonnenstrahlen über weiß getünchte Wände und Fensterläden streichen und am Ende der schmalen Gassen tiefblau das Meer aufleuchtet, dann würde man am liebsten die Zeit anhalten. Rund um Vieste liegen kleine Buchten und endlose Strände, geschützt von steil aufragenden Felswänden, wie hier an der Spiaggia della Vigna Nautica. Etwas landeinwärts liegt der Gargano Nationalpark mit riesigen Pinien und Buchenwäldern. Hier, im Urwald der Foresta Umbra, duftet die Luft nach Moos und man kann ständig auf weichen Waldwegen wandern. Auf unserer Apulien-Wanderreise steht der Gargano-Nationalpark natürlich ebenso auf dem Programm wie eine Steilküstenwanderung an der traumhaften Südküste. Jetzt aber an einen Ort, der sich in wenigen Jahrzehnten so radikal verändert hat wie kein anderer in ganz Apulien. Ein Heiliger, verehrt wie ein Popstar, mit einer Kathedrale so groß wie ein Fußballstadion. Das ist San Giovanni Rotondo, der Ort, an dem Padre Pio gewirkt hat. 1918 war es. Da soll der Kapuzinermönch Pio zum ersten Mal die Wundmale Jesu am eigenen Körper bekommen haben. Das Bergdorf wird zum Pilgerort und die ersten Busse fallen ein. 2002 wird Padre Pio heilig gesprochen und der Ansturm auf den kleinen Ort sprengt alle Rekorde. Die neue Kirche hat einen Vorplatz für fast 30.000 Gläubige. Im Innern finden nun 7.000 Menschen Platz. Die Katakomben dieser Stadionkirche erinnern an einen U-Bahnhof und mit ihrem vielen Gold an kitschige Shopping-Malls in Dubai. In den zahlreichen Geschäften hat man dann die Wahl zwischen Mickey Mouse, Maria und natürlich Padre Pio. Ein echtes Highlight entdecken wir dann am Fuße des Gargano, die kleine Klosterkirche San Leonardo di Siponto mit einem unglaublichen Portal. Vor über 800 Jahren schlugen die Steinmetze die Geschichte der Bibel in die Kapitelle, wie hier die heiligen drei Könige vor dem neugeborenen Jesuskind, während sich Josef schlafend zurückgezogen hat. Es geht von diesen Figuren eine solche Kraft und Ruhe aus, dass man nur staunend davor stehen kann. Wir folgen der Küstenstraße weiter nach Süden, bis auf dem Hügel, einsam gelegen, die Krone Apuliens erscheint, Castel del Monte. Die berühmte Stauferfestung, die Kaiser Friedrich II. Um 1240 errichten lässt, gibt den Forschern bis heute Rätsel auf. Da ist zum einen die Tatsache, dass es sich um keine Festung im eigentlichen Sinn handelt. Jedenfalls hat man bis heute keine Verteidigungsanlagen gefunden. Und dann ist da noch die Zahl 8. Vermutlich zitiert das Gebäude zwei achteckige Gebäude, die es zur Zeit von Friedrich II. Schon gab. Nämlich den achteckigen Felsendom in Jerusalem und die achteckige Pfalzkapelle in Aachen. Und so hat dieses Gebäude 8 achteckige Türme, einen achteckigen Grundriss und einen achteckigen Innenhof. Auf Fotos und in Filmen sieht man Castel del Monte ja meist nur von außen. Ich nehme sie jetzt aber mit nach innen. Und
weil Corona den Tourismus auch in Apulien zum Erliegen bringt, wird das Unglaubliche wahr. Und wir streifen ganz allein durch die Säle des Castel del Monte. Eine kleine Wendeltreppe führt von unten hinauf ins erste Obergeschoss, wo sich 8 Säle in einem Ring um den Innenhof gruppieren. Von Vieste nach Castel del Monte. Das war der erste Teil unserer Apulienreise. Die Fortsetzung gibt's demnächst. Dann geht's weiter nach Alborobello zu dem berühmten Trulli, nach Trani zur Königin der Kathedralen, bis hinunter nach Otranto, von wo aus die Kreuzfahrer ins Heilige Land aufbrachen. Alle unsere Apulienreisen finden Sie wie immer in der Videobeschreibung und auf der Heidegger Homepage. Bis demnächst zur Fortsetzung. Ihr Johannes Rauser.